Achtung, Franz Repp mit der Rückhand, galant. Lanke in den Lauf, Achtung, die Chance für Palka. Palka, Palka mit der Rückhand, Tor! 1:0 für die Lausitzer Füchse. Eine Vorlage gibt's für Maximilian Franz Repp. Und Palka läuft alleine auf den Kasten von Jäger zu. Hat ein bisschen Glück. Bisschen ist er noch dran. Sind hier bemüht, auf dem Eis auch ein bisschen forsch aufzutreten. Achtung, Fehlpass und jetzt Nachschussgelegenheit und Frankfurt trifft. Jared ist es nicht. Ein Frankfurter staubt ab, nachdem Weißwasser einen ganz schlechten Pass nach vorne bringt. Da kann Franz Repp nichts mehr machen. 19. Minute, den ersten von Jared hat er noch, als der links durchgeht. Aber im Nachschuss dann also die Löwen mit dem 1:1. Das ist unterm Strich sicherlich nicht ganz unverdient. 19. Minute. Frankfurt ist wieder da und klärt im hohen Bogen. Gibt sogar noch einen Gegenangriff. Frankfurt, Nachschuss und der Puck ist im Tor. 8 Sekunden vor dem Ende der Strafe in Unterzahl. Die Frankfurter Jared lädt durch und ich glaube, dann hat er wieder abgestaubt. Richard Müller, ähnlich wie die Situation vorhin. Scheibe springt nochmal nach vorn, nachdem Jared dort geschossen hatte auf das Tor von Franz Repp. Und dann wird wieder abgestaubt. André Mücke zurück ins eigene Drittel gefahren, gibt die Scheibe rückwärtig über die Bande zu Jean Fischer und der dann zurück zu Mücke, der wieder aufbaut aus dem eigenen Drittel heraus. Lang gespielt, Palka sprintet, Palka schießt, wird gefoult und der Schiedsrichter und jetzt jubeln alle und ich glaube, sie jubeln erstmal vergebens. Es gibt den Videobeweis und die Frage ist, wer war zuerst drin, Fuchs oder Puck? Und vor allen Dingen auch, wenn es möglicherweise zuvor ein Foul gewesen wäre, gibt es noch ein Penalty. Aber der Schiedsrichter bemüht den Videobeweis nicht, um sich eine Strafe anzuschauen, ja, sondern nur um zu sehen, wie war das mit dem Puck. Und was sagt er? Tor! Er sagt Tor! Er sagt Tor! Also 2:2! Da noch keine Tore nach 13 Minuten, da steht es noch 0-0. Füchse gewinnt das Bulli. Bohart, Schnappschuss und Nachschuss und Tor. Der Puck ist drin, der Schiri gibt dieses 3:2. Die Scheibe springt an den Pfosten, kommt nochmal vors Tor. Keine Chance für Jäger, der Schiedsrichter bemüht den Videobeweis gar nicht erst. Im Nachschuss die Füchse mit der Führung 3:2. Ein Hammer von Bohart und der Nachschießende staubt dann ab. Und bringt Weißwasser gegen Frankfurt hier. 4:49 noch. Ah, jetzt fällt da Elia Ostwald. Kommt aber auch wieder hoch. Also das ist jetzt wirklich hier der Kampf um jeden Millimeter Eis. Extrem verbissen geführt von beiden Mannschaften. Achtung, Akto vor dem Tor. Und die Scheibe ist drin. Das 3:3. Weißwasser kriegt die Scheibe nicht raus. Ein Stückchen noch gehalten. Wie festgeklebt wirken die Füchse da im Drittel. Und dann rutscht der Puck rüber. Und dann fällt das 3:3. Und Weißwasser moniert. Und der Schiedsrichterassistent redet mit dem Hauptschiedsrichter. Gibt es möglicherweise eine Korrektur der Entscheidung? Nee, die gibt es nicht. Also, Weißwasser kriegt die Scheibe nicht raus und es fällt das 3:3 in der 56. Minute. Und es ist nicht ganz unverdient, das muss man an dieser Stelle sagen. 3:3, jetzt also beide Mannschaften wieder und der Puck ist noch nicht raus. Frankfurt kommt nochmal von der blauen Linie, fast weg gewesen, aber seit knapp 2 Jahren gibt es ja hier die Änderung. Dass der Puck, die blauen Linien ein Stückchen nach außen gezogen wurden. Frankfurt drückt jetzt mehr. Blaue Linie. Thomas Horny schießt und der Puck rutscht ins Tor. Und das ist das 3:4. Ein Schlagschuss von der blauen Linie, der dann durchrutscht und durchkullert. Thomas Horny mit dem 3:4 in der 58. Minute. Ich hab's gesagt. Im Eishockey ist bis zuletzt alles drin. Von einer knappen Minute Weißwasser noch in Führung mit 3:2. Und jetzt liegen sie hinten mit 3:4. Thomas Horny, zumindest der Absender von der blauen Linie. Möglicherweise hat er noch einer abgefälscht. 2:56 vor dem Ende. Noch 50 Sekunden. Palka spielt die Scheibe nochmal rein. Oh, die titscht einmal auf, springt über den Torwart und die Schläger vor allen Dingen von ihm rüber.
Weißwasser muss jetzt irgendwie in die Powerplay-Box kommen, aber da haben sich den ganzen Abend schon schwer getan. Und die Frankfurter bringen die Scheibe wieder raus und bringen den Puck ins Tor. Und das ist die Entscheidung aus dem eigenen Drittel raus. Der Mann mit dem goldenen Helm, Matthew Pistoli. Scheibe hinterher. Ja, ärgerlich, diese zwei Minuten da mit den zwei Toren von Frankfurt. Aber so ist das nun mal im Eishockey, liegen Freud und Leid ganz eng beieinander, wie in jeder Sportart auch, wie im echten Leben sowieso. Noch 4 Sekunden, noch 3, noch 2, noch 1 und vor dem Tor ist jetzt final Schluss. Das war's, Frankfurt gewinnt in Weißwasser mit 5:3. Insgesamt eine spannende Partie. Ein Ticken glücklicher die Frankfurter, dass sie am Ende mit 3 Punkten hier rausgehen. Zweifacher Torschütze. Auf der einen Seite ist es Richard Müller.